Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Folge. Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen, liebe Community, zu dieser Special-Folge Vorstellung unseres Landes Novanien. Zu Gast, beziehungsweise nicht zu Gast, sondern eher die Mitglieder unseres Servers sind auch mit von der Partie. Einmal unser Freund JJ spielt. Hallo JJ. Hallo. Daneben steht der liebe Cedric Elsius TV. Hallo. Neben mir steht die liebe Annie. Hallo. Und daneben ist noch unser Neuling Ansgar. Hallöchen. Hallo. Ja, also heute geht es um eine Special-Folge. Wir wollen euch zu fünft unseren Kontinent Novanien vorstellen mit den drei Urländern Oritaria, Wendsland und das dritte war, na wie war es, Cedric? Nero. Nidaro. Ja, genau, Nidaro, genau. So ist es. Und wir starten jetzt einmal mit der Nomadensiedlung vom lieben Ansgar. Ansgar, stell uns doch mal deine Siedlung vor. Hallo, und da würde ich jetzt gleich mal anfangen. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier ein kleines Lama-Gehege. Das ist halt mit, ja, wie man es halt so kennt, mit Decken und Truhen sind sie halt bekleidet. Ja, weil ich noch nicht weiß, wo wir jetzt dann als nächstes hinziehen, weil ist ja bloß erstmal in Grundwurf, wie man schon aus den anderen Folgen von Sonnenschein erkennen kann. Ja, hier haben wir normale Zelte, die sind eigentlich ganz einfach gestrickt. Kleines Zelt, Bett drin, paar Fackeln, die Dorfbewohner können sich freuen. Darf ich jetzt mal Also sagen. typisches, typischer Nomadenstil sozusagen. Genau. Ja, da kommen auch schon alle rein. Wie ihr seht, hier passen viele Dorfbewohner sozusagen rein in so ein kleines Genau. Zeltchen. Genau. Ja, und ich bin hier der Häuptling von dieser Siedlung. Und wir sind momentan eine kleine Gruppe. Ja, wir haben derzeitig 1, 2, 3, 4 kleine normale Hütten. Hier unten Ja. steht auch noch eine. Und ein kleines Lager forschen, wo wir halt öfters Und mal Karnickel so, am Spieß. Karnickel am Spieß, genau. Wo wir in Gemeinschaft halt Wüstenkarnickel. grillen. Wo wir in Gemeinschaft halt grillen. So. Wer ja weiß, hat ja die Folge von gestern gesehen, da konntet ihr ja sehen, dass Ansgar sozusagen sein Nomadenvolk zum Teil retten konnte und sozusagen hier eine neue Heimat gefunden hat. Als kleine Hintergrundinformation für euch nochmal. Das hier ist das Hauptzelt. Das ist das Zelt, was halt mir gehört. Ja, meine Truhe, mein Ofen, Werkbank und eine kleine Bibliothek für den Anfang. Und damit es draußen halt in der Wüste ist, ist halt immer abends immer relativ kalt. Deswegen hab ich mir hier so ein kleines Feuerchen und für die Dorfbewohner, weil wir abends in der Runde sitzen hier, ist draußen halt das kleine Feuerchen. Schön, ein wirklich schönes Häuptlingszelt hast du hier. Denke ich mal, diese anderen sind das auch so, auch vor allem schöner Teppich, schöne Muster. Sieht Ja. man selten. Mit einem schönen, naja, eine Feuerstelle. Oh, jetzt habe ich die Feuerstelle ausgemacht. Ah! Oh, da wird's schnell Oh kalt. oh. Haben wir ein Feuerzeug? Ich glaube nicht. Ah! Ich habe keins dabei. Ich auch nicht. Machen wir später Auch wieder an. nicht. Machen wir später wieder. Machen wir später wieder an. Sorry. Falsche Taste gedrückt. Da sieht man gleich, da wird schon gleich viel kälter nachts hier in der Wüste. Ja. Wo es ja so schon so bitterkalt in den Wüsten nachts ist. Ja, tagsüber ist es kaum auszuhalten und abends ist es halt relativ viel. Genau. Ja, möchtest du uns sonst noch etwas vorstellen in deiner normalen Siedlung oder sagst du bist zu weit fertig? Ja, ich wollte halt noch für die Zukunft, also ich wollte das Essen etwas noch Cedric. vergrößern ich wollte halt das Dorf vergrößern Ja. und wollte halt noch den Hafen bauen, weil Himmelsstern liegt ja in der Nähe. Gerade Richtig. für Handelsbeziehungen und sowas ist das halt relativ wichtig.
Ja, aber den Stil wollte ich halt fast so beibehalten, dass ich so einen Nomadenstil weiterbaue. Also viel mit Plan und Zelten und ja, aber auch ein bisschen Holz. Okay, wir sind gespannt, wie es am Ende sein wird. Wir werden ab und zu mal bei dir reinschauen und sehen, was du hier so errichtest, wie du vorwärts kommst. Ich bin gespannt. Okay. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal auf den Weg nach Himmelstern zum Hauptdorf der Urregion Oritaria. Folgt ihr mir, Leute? Jawohl. Gut. Ich hab kein Boot. Du hast kein Boot? Gar keins? Ne, mal gucken, wir kriegen schon noch eins. Ich bin mit dem Boot gekommen, aber auch wie ist es verschwunden? Okay, warte mal, dann schauen wir mal. Das ist eine Akazie auch von der Band, das doch. Genau. Ich fäll dir eine Akazie und dann kriegen wir das schon hin. Jetzt muss ich nur mal gerade mir selbst den Wegpunkt einblenden. Na, eigentlich müssen wir doch hier auf dem Motorrad. Ja, das ist richtig. Vorsicht, fällt dir nicht in die Schlucht. Genau. Das ist mir gerade fast zum Verhängnis geworden. Das habe ich gesehen. So, dann fällen wir uns so eine kleine Akazie für die Anni. Braucht sonst noch jemand ein Boot? Ach, Cedric ist schon fleißig am Fällen. Genau. Ja, Freunde, das werden jetzt mehrere kürzere Folgen sein als Vorstellung unserer Welt, damit ihr mal geschichtlichen Input habt, wer hier auf dem Server sozusagen in Novanien baut, mitspielt sozusagen und wer welches Dörfchen bzw. welche Siedlung hat, damit ihr mal Klarheit habt, wer hier alles nun mal so tätig ist. Denn hintergrundmäßig hat sich sehr viel verändert in den letzten Wochen und Monaten. Manche sind gegangen, manche sind neu gekommen. Und wir wollen jetzt für euch ein bisschen Klarheit mal schaffen, wer hier überhaupt alles auf der Welt sozusagen mitspielt. So, ja, jeder hat ein Boot? Jeder hat ein Boot. Ja. Gut, dann machen wir uns jetzt auf nach Himmelstern weiter. Los geht's. Bei dir ist alles in Ordnung, Nico? Chef. Frag nur. Gut. Warte mal, Sonnenschein. Ja. Warte mal, bleib mal so. Mir ist gerade was eingefallen. Ja, ich weiß, du kannst mit einsteigen, genau. Ich kann nicht mehr lenken. Warum kannst du nicht mehr lenken? Lenken geht mit WSAD. Hä? Das hat sich geändert zu früher. Du lenkst nicht mehr mit der Maus. Ich bin so ein Schlaumaul. Ja, das haben sie geändert. Mit reinsetzen? Ja. Mit zwei ist ja geil. Er fährt gerne selber. Ja, und du kannst ja fahren, nur Nico sitzt dann hinten drin. So. Ich bin heute auch alleine Schlitten gefahren. Das glaube ich dir. Zu gern. So, wenn jemand nicht hinterherkommt, Bescheid sagen, dann drehe ich um. Ich komme wie immer nicht hinterher. Dann warte ich erstmal. Wenn du da bist, sagst du Bescheid. Gut, da kommt sie. Wunderbar, dann geht's weiter. So. Gut, einmal hier rum. Drifting. Nein, dann kann man ja hier im Bootrennen machen. Bootrennen, ja. Ich habe mich gerade festgefahren. So, jetzt müssen wir dann doch mal aussteigen. So. Das sind ja ganz schön Tiere hier auf den Wiesen. So, wir müssen einmal nach hier drüben. Kann man schon schlafen? Nee. Fast. Geht noch nicht ganz. Hallo, Überraschung. Geht immer noch nicht. Ja, bevor wir jetzt übersetzen, mache ich einen kurzen Halt, okay? Jetzt kann man schlafen. Ich liege. Ich auch. So. Ich bin jetzt am Meer. Wo seid ihr? Seid ihr noch hinter dem Berg? Dort beim Sumpf, meinst du? Ja, ich bin hier vorne beim Sumpf. Weißt du gerade nicht, wo ihr seid? Dann wir versuchen hinzukommen. Du bist wieder vorweggerannt, ne? Ich bin nur über den Berg gegangen. Ich bin... Wartet mal. Zeigt mal, wo seid ihr denn? Da drüben sehe ich jemand. Wartet mal, ich komme. Ja, du bist zu schnell für uns. Sorry. So, da sehe ich. Bleibt mal stehen. Ihr geht in die falsche Richtung, Freunde. Ihr geht in die falsche Richtung. Bleibt mal stehen. Kommt mal zurück.
So, bleibt stehen, ich sehe euch. So, wir müssen hier übers Wasser. Boot raus. Wo ist er denn? Ja. Ach da, davor steckt er sich. So. Das ist ein Zombie, den erledige ich schnell. Mit seiner Spezialaxt. Seiner Spezialaxt haut Cedric rein. Ja. So, alle drinnen? Dann geht's los, folgt mir. Ja, wir sitzen. Alle drin. Hit. So. Danke für die Seerose. Bitte, bitte. Ich hab mich einfach hinter Anni. Leo. So. Wir fahren jetzt im Vogelformation. Flügelformation. Nee, mit O, nicht mit Ö. Ja. Was? So. Ja, jetzt geht's erstmal über diesen etwas größeren Teich und dann treffen wir direkt auf Bowland von meinem Hauptdorf. Ihr kommt noch hinterher, ich sehe leider nur Cedric auf der Minimap. Ich sehe euch vorne. Gut. Ja, ich stock ja auch gleich an dein Boot an hier. So. Und gerade gucken. Ja, wir sind richtig. Ist mir zwischen den zwei Inseln durch, oder? So, nein, kannst direkt aussteigen hier auf der Insel. Okay. Genau. So, Freunde. Wir warten mal erst noch, bis alle da sind. Verklopfst du immer dein Boot so mit der bloßen Hand, Anni? Ja. Außerdem eine Seerose in der Hand. Ach so. Hat sie vorher um ihre Hand gewickelt, das ist nicht das ja wehtut. Ah, so. Muss ich mir mal merken, die Technik. So. Mal gerade schauen, wir müssen jetzt im Grunde genommen... Ja, wir gehen jetzt hier so rüber und dann geradeaus, dann kommen wir nach Himmelstern. Da die meisten ja Himmelstern aus meinen Videos kennen, werde ich das jetzt besonders kurz halten. Weil ihr kennt das ja, sonst wiederholt sich das Ganze ja nur für euch, weil ihr so oder so schon kennt. Und wir werden direkt dann entweder in dieser Folge, aber wahrscheinlich eher in der nächsten Folge, ins nächste Urland reisen, nämlich ins Wendsland, wo wir dann Nordwen Cedrics Stadt vorstellen werden. Mhm. So, hier seht ihr jetzt die zukünftige Zwergenmine, die noch am Aufbau ist. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich warte erstmal, bis alle hier sind. Die ist noch am Aufbau. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel zeigen, weil da unser Zwerg Faskat, der leider heute nicht dabei sein kann, noch ein bisschen am Arbeiten ist. Da möchte ich jetzt nicht spoilern. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht rein, sondern zeige das nur so von außen. Und den Rest seht ihr dann, wenn es soweit ist. Genau. So, dann müssen wir über den Berg hier. So, einmal hier hoch. Diese Klippen. Gut, gut. So, wir sind jetzt schon im Baugebiet. Klack, 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 klack. Ja, ja. Das ist aber richtig, wie ein Hammer. Das ist meine normales Tastendrücken. Das ist nichts Besonderes. Daran kann ich nichts ändern. Ich hab gedacht, du hast Schalter. Ja, für die Maus, aber nicht für die Tastatur. Aber das werde ich noch ändern. Ich werde mir noch eine spezielle Tastatur zulegen. Habe ich schon eine gesehen. Die ich schon... Schreibmaschine? Nee. Eine leise Tastatur, die schallgedämpft ist. Flugluft-Tastatur. Eine Flüstertastatur. Genau. Die spricht dann mit mir immer in ganz leisen Tönen. Ja. Das glaubst du aber nur. Ja, natürlich glaube ich das. Wer denkt das denn sonst? Nachdem er immer den Spezialkaffee getrunken hat, ne? Ja. So. Ja, jetzt sind wir auch in Himmelstern angekommen, Leute. Da wären wir wohl dann hier rausgekommen, bei dem Tunnel hier, oder wie? Wie bitte? Ich hab dich leider nicht verstanden. Cedric? Bitte? Cedric hat was gesehen. Bei dem Tunnel hier rausgekommen, wenn wir anders gelaufen werden, oder wie sieht das aus? Der Tunnel ist da erstmal nur so, der ist noch nicht sehr weit. Der wird noch angeschlossen. Genau. Also wie gesagt, ihr kennt ja Himmelstern schon. Hier haben wir die Brauerei. Das ist ja jetzt nichts Neues. Da kann ich euch mal einen kurzen Einblick geben nach innen, wie es hier innen drin inzwischen aussieht. Da habe ich mal ein bisschen eingerichtet. Hier sind wir, Nico. Genau. Hier ist die Inneneinrichtung sozusagen, die Bar.
Das kennt ihr vielleicht noch nicht. Dann, na, hier sind ja ganz viele Dorfbewohner. Die wird schon gut angenommen, die Brauerei. Dann haben wir hier ein paar Zimmer. Oh ja, schon eingerichtet hier. Ja, schon eingerichtet, ein paar hübsche Zimmerchen. Genau, so sieht jedes Zimmer so ähnlich aus. Na, nicht ganz fertig, die Brauerei. Lass mich raus. Nein, jetzt schmeißt ihr mir auch noch die Tür vor der Nase zu. Ich doch nicht. Die Dorfbewohnerin. Ja, aber schnell hier, ne? Wie im Taubenschlag. Ja, hier ist ziemlich viel los. Da geht's hoch. Genau, gehen wir mal ganz nach oben. Nee. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich hab mich selber verlaufen hier. Ja, also, ich bin auch hinter dir. So. Wir sind oben im Kurzer Ausblick. Da seht ihr die Mauer schon, die wir im Livestream gebaut haben. Da seht ihr den Fischmarkt. Genau, und unten den Hafen. Das kennt ihr ja schon alles. Hier hat sich nicht viel getan bisher. Genau. Ich habe noch einiges vor. Wir sind ja hier im orientalischen Oritaria. Ich bin Bürgermeister und Landesherr des Landes Oritaria. Und ja, hier ist einiges gebaut. Einiges nicht gebaut. Einiges noch vor, was so in der nächsten Zeit kommen wird. Was genau? Lasst euch überraschen. Genau. Was hast du denn? Der Cedric ist gerade mit dem Boot auf dem Boot gefahren hier oben. Da kommen sie gerade runter, die anderen. Die lange Treppe hoch in den Turm, kommen sie runter, dann das Treppenhaus. Und dann kommen sie gleich hier unten raus. Das ist übrigens die Brauerei zum saufenden Schlot. Inhaber ist Heinrich Starkbier. Der Name kommt auch von einer treuen Abonnentin, und zwar der lieben Darkseid. Autsch. Hast du dir wehgetan? Der Trick erster. Hallöchen. Ja, hier haben wir die Schmiede, wieder in Eisenruf, ja. unser Schmied. Ja, genau, dann haben wir hier unseren großen Marktplatz, der noch nicht eingerichtet ist. Jetzt, ich bin immer noch in das Gebäude, ne? Ja, dann warten wir erstmal auf dich. Damit ich hinterher komme. Ich finde nicht den Ausgang nicht. Ja, wir kennen uns halt schon besser aus als du hier. Das ist, da. Ja, ich bin an der anderen Seite lang gelaufen. Immer nach unten, JJ. Passiert. Ich hätte halt mich auch schon beinahe verlaufen da drin. So. Also wie gesagt, das war die Schmiede. Das hier ist Schmiede Wieland Eisenruf, die ihr kennt. Genau. Bitte rechts fahren. Bitte rechts fahren. Genau. So, dann haben wir hier unseren Marktplatz, der noch am Entstehen ist, wo jeder sein Laden noch einrichten wird mit der Zeit. Genau. Jo. Das zeige ich jetzt nicht, was hier drin ist, unter Umständen, ich möchte nicht spoilern. Genau. So, und deswegen, jetzt kurze Frage, wie lange ist die Aufnahme schon, Nico? 18 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, dann reisen wir jetzt noch nach Wattungen und dann machen wir dort einen Cut, okay? Okay. Machen wir das. Wir warten auf Nico, dass der auch hinterherkommt. Genau. Und dann war das jetzt die erste Special-Aufnahme für heute, Leute. Die nächsten Dörferchen des wunderschönen Landes Novani werdet ihr in den nächsten Aufnahmen zu sehen bekommen. Genau. So, wir reisen jetzt einmal rüber nach Wattungen mit unserem Schiff. Und sind dann sozusagen, ja, das ist die Insel Wattungen, wo alle Schiffe anlegen, um zu den einzelnen Dörfern zu kommen. Und damit, verabschiede ich mich jetzt von euch. Ihr habt das letzte Wort, Freunde. Warte mal noch ganz kurz auf Nico. Ja. Nämlich noch hier, auf dem Boot. Da kommen sie, seht ihr? Da ist das Schiff angelegt. So, genau. Ich verabschiede mich von euch. Das letzte Wort habt ihr. Anni, kommst du auch nochmal rüber? Ja. Okay. So, ja, ihr habt das letzte Wort, Freunde. Ja, dann sage ich mal von meiner Seite auch bye bye und auf Wiedersehen. Genau. Cedric, tschüss. Anni, ja, tschüss. Und Cedric? Bis gleich. Bis gleich. Und Ansgar? Ich sag auch tschüss.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Special-Folge Vorstellung unseres Kontinents Novanien. Ja, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, wir befinden uns jetzt momentan auf der Insel Wattungen. Das ist sozusagen die Spawn-Insel, wenn ihr auf unseren Server kommt. Und wir zeigen euch jetzt sozusagen Wattungen und daran anschließend das Dorf bzw. die Stadt Nordwen vom guten Cedric Elsios, der hier schon hüpft neben mir. Hallo. Und ja, Cedric, fang an, führ uns durch. Wir sind jetzt in der Urregion Wensland. Genau. Fang an, Cedric. Du bist jetzt hier am Machen. Du kennst dich besser aus. Führ uns dir durch. Genau, das ist der Welteinstiegspunkt von Novanien. Genau. Also von dem insgesamten Kontinent. Genau, so ist es. Und wenn man dann hier über diese wunderschöne Brücke geht, verlässt man die Insel Wattungen. Das ist ja nicht nur ein Örtchen. Der Örtchen hat einen Ursprung von der Insel. Die Insel heißt eben Wattungen. Da haben wir hier verschiedene Hütchen, die uns in ganz, ganz viele Länder bringen und auch in ganz viele Häfen. Und das ist ein Personenhafen hier. Und Cedric, du leckst leider etwas, ist gerade etwas schlecht, aber ich hoffe, das bebt sich gleich wieder. Ja, du leckst ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist, aber bei mir ist ja, das ja. So. Ja, ja, ja. Okay. Das war bei mir auch so. Ich muss das Mikrofon mal ein bisschen näher an mich rannehmen. Geht's jetzt besser? Ja, so ist besser. Red weiter einfach. Alles klar. Wir ignorieren das Lecken gekonnt. Hier in den Sandsteingebäuden sollen dann noch einzelne Handelsstätten rollen. Aha, okay, sehr interessant. Nicht mal gespannt. Und die drei Häuser waren die ursprünglichen drei Handelsgebiete vom Wensland, in dem Land, wo wir ja gerade sind. Ja. Das erste Gebäude ist, glaube ich, für die Annie, genau. Das zweite für mich und das dritte war für hier Enrico. Mhm. Okay. Genau, und dann können wir ja gleich hier weitergehen. Hier fängt ja schon mein Örtchen an. Wen? Ich zeig gerade mal noch die Schiffe und den Turm, das Ganze. Ja, Leuchtturm. Oh. Markiert sozusagen. Den Personenhafen hier in Wattung. Ja. Und hier ist der Hafen, der Industriehafen von Nordwen und der ist gerade in Bau. Der ist noch im Bau, genau. Der ist noch im Bau, genau. Hier sollen dann Kräne hinkommen. Genau, die kommen mir irgendwie bekannt vor, sehen sehr schön aus, aber... Ja, die werden noch anders gebaut, auf jeden Fall. Hab mir noch was ausfallendes. Die zwei hier Kran-Fundamente sollen, glaube ich, mal ein Kran werden, aber das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Okay. Ja, das sind hier so Gebäude, wo dann die ganzen Sachen gelagert werden. Hier zum Beispiel der Nahrungsmittelspeicher, daneben sollen, glaube ich, hier ist auch dran, der ökonomische Speicher, wo die ganzen Naturalien eingelagert werden, wie zum Beispiel Setzlinge oder Gras oder Seide und sowas. Also so eine Art kleine Hanse? Genau, so eine kleine Hanse. Verstehe. Dann bin ich mal gespannt, wie das wieder aussieht. Ja, sieht interessant aus, hat eine, vor allem das mit den Treppen, mit den Rundungen und Kanten, das finde ich sehr gut gemacht. Ja, ich finde das hier, diese Ecken hier, das gibt nochmal so einen richtigen Bild. Ja, das hat was. Mhm. Gefällt mir sehr. Muss ich mir unbedingt merken. Mhm. Genau, dann gehen wir mal weiter nach Nordwen rein. Folgen wir mal dem guten Cedric. Hier, wo jetzt noch dieser Zaun steht, da waren mal Hunde drin, mal gefunden. Das war eigentlich so Hundegehege von mir, aber die sind irgendwie wegteleportiert. Die stehen an. Oh, Cedric, du leckst gerade sehr.
Bis mindestens bei mir. Auch bei mir. Ja, ja, bei mir. Wie wäre es mit dem Vorschlag, wenn du vielleicht mal kurz TS verlässt und mal neu reinkommst? Vielleicht läuft es dann wieder. Also. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, aber ich probier's mal. Ja. Also Leute, hier seht ihr schon mal so einen kleinen Ausschnitt, glaube ich, vom Markt von Nordwind. Mhm. Wenn ich das richtig informiert bin, ist das auch das Rathaus von Nordwind mit dem kleinen Springbrunnen. Hier stehen die eisernen Kerle im Brunnen und nehmen einen Bart. Hoffentlich rosten sie nicht. Das wäre schlecht. User joined your channel. Ja. So ist jetzt nicht wirklich besser, aber gut, es wird schon gehen. Ist klar. Könnt ihr auch meine Audio schicken, ich nehme die ja auch auf. Ja, ja, ist schon okay. Gut, machen wir einfach mal weiter. Genau, und das hier ist der Ratsbatz. Mhm. War doch ein bisschen verschneit, ist ja gerade Winter. Ja. Hier ist der Brunnen, hier war der Weihnachtsbaum vom letzten Jahr, den habe ich aber stehen lassen. Das schaut so schön aus. Die nur abgeschmückt. Genau, abgeputzt. Die einzelnen Marktstände hier, kommen noch zwei hin. Hier ist das Rathaus mit dem Rednerpult, mit dem großen Turm. Ja. Dort oben ist noch ein Schauplatz auf das Haus des Countdowns und es wird Nacht. Es wird Nacht, genau. Richtig, es wird Nacht. Geht, ach, ist schon wieder Tag, ja. Ist schon wieder Tag. Ja, ich bin schlafen gegangen. Ah, ja, ich okay. Auch. Ich bin auch schlafen gegangen. Gut, genau. Wie wär's denn mal, wenn du uns noch deine Hauptattraktion, der 300er, mal präsentierst, der nämlich bei mir hier schon zu sehen ist. Das ja, Ding ist echt auch fulminant. Aber wir kommen dort Stück für Stück hin. Hm? Okay. Gut. Ja, hier, wie ihr ist, seht, der Nordwind Bahnhof. Ist groß. Der Bahnhof, ja, es der ist Bahnhof. Immer noch ein Dorf, genau. Gehen wir mal dran vorbei. Wir gehen jetzt ja nicht rein, dafür haben wir jetzt die Zeit ja nicht. Ja. Hier entsteht die Altstadtmauer. Die Altstadtmauer, okay. Hier ist eine Schenke, die ist auch gerade in Arbeit. Alles viele kleine Baustellen. Wenn ihr dort hinten schaut, ich weiß nicht, ob das beim Sonnenschein oder beim Wetter ja zu sehen ist. Da wie ist es der zu sehen? Schriftzug von Nordwind mit der Skyline im Hintergrund. Ja, ich zeig das mal gerade in etwas näherer Aufnahme. Ich zoome mal ran. Da seht ihr die Schrift Nordwind und die Häuser im Hintergrund. Sieht sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Das seht ihr ja gerade, dass wir straffen Westwinter. Ja gut, dann führen wir uns mal weiter rum. Gehen wir mal schon zu dem besagten großen Highlight. Wenn wir hier im Hintergrund sehen, noch ein Haus mit lilanen Fenstern, das ist die Bibliothek. Unter dieser befindet sich das Archiv vom Wendsland. Und hinter der Bibliothek ist die Nordwener Altstadt. Ist ein normales NPC-Dorf, habe ich nicht großweitig verändert. Okay, und du bist sozusagen Bürgermeister des Dörfchens. Genau. Jetzt hier rechte an sieht man das Haus des Countdown. Da ist, wenn man durch das Fenster guckt, einiges los an Monstern. Ja, man sieht es. Und hier drinnen ist eine große Redstone-Anlage, die ein Ziffernblatt antreibt. Ja, ordentlich Redstone-Technik, muss man mit umgehen können. Genau, und hier ist der 300er, aber ich glaube, da möchten wir jetzt nicht hochgehen. Ne, ich zeig ihn nur mal gerade. Ja. In seiner fulminanten Größe. Von dort oben kann man ringsrum alles sehen, was ja noch entstehen soll. Ja. Beziehungsweise was ja schon entstanden ist. Hier im Tal sieht man den Stadtteil Heide, wo die ganzen Nahrungsmittel angebaut werden, beziehungsweise die Viehzucht der ganzen Bauern. Mhm. Also sozusagen ein eigenes Gebiet nur für Nahrungsmittelzucht, genau, was das alles betrifft. Okay. In Ordnung. Dort so hinten, wo der Dschungelbaum ist, weiß nicht, ob ihr den seht. Ja, da den sehe ich. Schafsgehege. Und daneben ist so ein weißes Gebäude, das ist der Schäfer. Da brauchen wir jetzt nicht rübergehen, das kann ich auch vom Weiten sagen. Davor ist ein kleines Holzgerüst, da sollen noch die Webereien. Genau.
In Ordnung. Hört sich interessant an. Ich bin gespannt, wie es in einigen Folgen aussehen wird, was wir denn zu Gesicht bekommen mit der Zeit. Ja. Und bevor wir nach Mosek kommen... Jetzt musst du uns kurz... Ja, Mosek, genau. Gehört nämlich unserer lieben Bürgermeisterin Anni. Hier läuft sie. Genau. Haben wir hier noch ein paar Planbaustellen, die ich präsentieren werde, weil das sehr große Meilensteine für alle sind wahrscheinlich hier auch. Hier ist nämlich, steht es wahrscheinlich schon, das Botschaftenviertel. Hier sind ganz viele Grundstücke, die dann Stück für Stück von euch bebaut werden könnten. Kann ich ja schon mal ankündigen, wenn wir schon alle jetzt mal hier sind. Ja. Und hier, wo ich jetzt gerade stehe, das ist der große Bauplatz für mein Megaprojekt Nummer 5, die Kathedrale. Ja, dann hast du ja was vor dir. Eine Kathedrale ist groß. Ja, aber da fange ich jetzt nicht an, da muss ich erst ganz viel farmen. Das ist erst in den nächsten 100 Folgen zu besichtigen wahrscheinlich. Okay, in Ordnung, no. Wir sind gespannt. Ich auch. Ja, das klingt sehr interessant, ja. Ja, eine Kathedrale ist so was Schönes. Ja, was sehr Schönes, das muss eigentlich jedes Dorf bzw. jede Stadt haben, finde ich. Genau, aber dann können wir ja noch hier rüber gehen und weiter. Ja. Ah, ich sag jetzt mal, so eine Großstadt wie Nordwehen, die kann sich ja sowas leisten, ja. Doch ist es ein größeres Dorf. Wir haben noch nicht das Stadtrecht. Ach, wir haben noch nicht das Stadtrecht. So groß auf. Genau, es schaut nur so groß aus. Aber mit der Kathedrale doch bestimmt, oder? Naja, vielleicht kommt uns hier der hier Stadtrechtsminister, hier Shadow. Ja? Stimmt, müssen wir mal einladen, den Shadow. Das wird wirklich mal Zeit. Hinten sind noch Kuhweiden. Wenn wir durch den Tunnel hier gehen, da sind wir schon hinterm Schriftzug. Genau. Hier hat der Ansgar einen kleinen Platz gebaut. Mir ist schon wieder der Name entfallen. Ein Zen-Garten. Ein Zen-Garten, genau. Ja, für Entspannung und Ruhe. Ach so, hier sind ein paar Zen- Wirtschaftsgebäude. Ich hab verstanden, Zen-Garten. Nee. Hier zum Beispiel soll mal eine Brennerei reinkommen. Eine Aha. Steinbrennerei. Okay. Das nächste Gebäude ist der Schreinermeister Udo Holzkopf. Udo Holzkopf. Udo Holzkopf. Wir sind hier jetzt noch nicht eingerichtet. Na, war das mal eingerichtet? Ich glaube, das war mal eingerichtet. Oder? War das mal eingerichtet? Ja, hier drüben ist eingerichtet. Genau, hier drüben ist eingerichtet. Das habe ich zusammen mit dem Ansgar, da hat er mir geholfen. Hier ist ein Gebäude eingerichtet. So ein Familienhaus, beziehungsweise... Ja, ein Familienhaus, genau. Mit Küche, Schlafzimmer, alles Mögliche, was man hat. Darf man fragen, wofür die Mitte hier gedacht ist mit dem Glas? Nein. Wird den späteren Zeitpunkt erklären. Okay. Gut. Genau. Gehen wir mal hier. Ja, wir können auch hier drüben, das ist vielleicht besser. Können wir gleich ein Gebäude abspecken, was wir von hier oben sehen. Hier hinten ist nämlich meine kleine Kapelle. Das ist besetzt, das Glaubensgebäude. Und dahinter kann man so ganz leicht sehen, dass da ein Friedhof ist. Ja, da hinten ist, ich zoome mal ran, da ist der Friedhof, genau. Genau, da ist bis jetzt der Friedhof von Nordwehen. Sind zwar ganz viele Steine dort schon draufgesteckt, aber die sind noch nicht bemeißelt worden. Also gestorben ist ja noch nichts. Als nur Vorbereitung, falls jemand sterben sollte. Genau. Das ist der Postplatz. Das ist der Postplatz, okay. Das gelbe Gebäude ist die Post. Ah ja. Das braune ist ein Wohngebäude. Das mit Birkenholz ist der Tower. Was ist der Tower? Das sind 140 Meter ist der hoch. Ja. Und das ist eine Herberge hier. Herberge zur Post. Oder wie habe ich es genannt? Zur Postkutsche, genau. Postplätze, okay, ich verstehe. Gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, durch, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, und wenn man dann hier lang geht, da kommt man dann zu Anni. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit Mosek weiter. Anni, du führst uns.
Jo. Ich folge Anni auf Schritt und Tritt. Das soll später auch alles mal Nordwind werden, wenn wir schon mal hier sind. Alles noch in, im Gebiet. Alles noch Gebiet von Nordwind, ich verstehe. Mhm. Sozusagen Grafschaft oder... Nö, dann eine Stadt mal später. Okay. So, hier ist Baustelle. Hier ist Baustelle, genau. Hier ist er noch am Machen, am Bauen. Ja. Wird alles mit der Zeit. Mhm. Mhm. Hier ist eine Herberge zum Weißen Ross. Herberge zum Weißen Ross. Hört sich cool an. Das Stadtteil Blumenheider ist berühmt für seine rote Beete. Darum gibt es ja auch ganz viel davon. Oh ja, man sieht es. Wenn man, wenn man den Weg ja weiterläuft, da kommt man zu Heiligenmünden. Das ist ein Grenzhafengebiet, ein Handelshafengebiet zwischen dem wendländischen Landkreis Moosauen und Kumlingen. Moosauen ist Annis Landkreis und Kumlingen meiner. Das heißt, jetzt nur zur Erklärung für die Community, ihr habt im Wendsland sozusagen Landkreise eingeführt, was es ja in Orientaria genau noch gar nicht gibt. Weil das Land noch sehr jung ist, das muss man das natürlich jetzt wissen. Kommt der ich habe euch gerade irgendwie ein bisschen verloren. Okay, Cedric, ich glaube... Folge dem Weg. Oder Anni, übernimmt das mal. Ich bin jetzt bei dem Rübenbeet, nächster da musstest Ort, du vorher Heiligen Winter. Achso, vorher links. Ja. Also jetzt rechts. Korrekt. Hier oben stehen wir. Jo, mal gucken, ach, wo er ist. Ach, da unten ist er. Hier steht es ja bis jetzt schon noch auf dem Schild, dass hier dann die Grenze ist zur Stadt. Kannst du da ranzoomen, Sonnenschein. Ja. Ich glaube, ich lege mich erstmal gerade ins Bett. Jo, und hast dir dann ein Bett bereitet. Genau. Nein, geht noch nicht. Jetzt kann man schlafen. Genau. Und dann würde ich sagen, Freunde... machen wir noch ein Stückchen, machen wir noch bis wir bei Moosegg sind und dann machen wir eine neue Aufnahme, würde ich sagen, oder? Okay. Genau. Also, bis nach Moosegg laufen wir jetzt noch gemeinsam. Anni, du läufst vor. Und dann machen wir Schluss gleich. Sonst wird die Folge zu lange. Richtig. Und da sieht man linke Hand noch die Bahngleise zwischen Nordwind und Moosegg. Die ist vollständig. Okay, also gibt es schon eine Bahnverbindung. Ja, eine Bahnverbindung, genau. Muss man nicht mehr zu Fuß unbedingt laufen. Genau. So, jetzt müssten... Wie weit haben wir es denn noch, Anni? Nicht mehr weit. Nicht mehr weit? Was heißt nicht mehr weit? Mein Vater hat früher immer gesagt, wir sind gleich da. So, alle da? Jo. Keinen verloren? Sieht nicht danach aus. Nö, wir sind alle vollständig. Ja, dann weiter geht's, oder? Jo. Es war noch zu dir kommen. Hier war gerade das Grenztor der Landkreise. Ja, ich hab's gerade eben gesehen, kurz. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, wenn die Schienen direkt so unmittelbar neben dem Weg laufen? Gab es da noch keine Verletzten? Das wird noch ein bisschen abgeändert. Das befindet sich alles noch im Bau. Okay. Nicht, dass da die Dorfbewohner mal ins Gleis reinspringen und sich verletzen. Nee, das wird noch verhindert. Hier ist es zum Beispiel schon abgegrenzt ein bisschen. Ja, man sieht es. So, gleich sind wir da. Nur noch hier durch den
Tunnel durch. Was war das jetzt im Hintergrund für ein Geräusch? Da ist irgendjemand gegen das Mikro. Ich hab mal kurz das Licht ausgemacht. Ist jemand gegen das Mikro, glaube ich, gekommen? Nee, ich bin nicht gegen das Mikro gekommen. Mein Stuhl hat geknarkst. Ach so. Ja, das hört sich aber komisch an. Ja. Ja, dann sind wir jetzt in Mooseck bei der lieben Anni angekommen. Das heißt, hier ist die Folge zu Ende, meine Freunde. Ich verabschiede mich von euch. Wer fehlt denn da noch? Cedric. Ich bin gerade aufgestanden. Ah, du bist gerade aufgestanden. Ach, war es dunkel? Nein, im echten Leben. Ach so. Gut, dann... Warum hat er meinen Stuhl geknackst? Macht's gut, Freunde. Das letzte Wort haben wie immer die anderen. Jo, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Wir sind jetzt im Dörfchen Mooseck von der lieben Bürgermeisterin Anni. Hallo. Ja, Anni, dann führ uns mal rum und zeig uns dein Dörfchen. Jawohl. Also, wir stehen hier genau vom Bahnhof, der nach Nordwehen führt und nach den anderen Ländereien. Und ja, das... Hier geht's dann wieder runter zu den Gleisen. Okay, der Bahnhof ist noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Weil die Gleise halt eben noch gebaut werden müssen, teilweise. Aber nach Nordwehen ist schon fertig. Niederbach, Nordwehen, und nach genau. Niederbach. So ist es, ja. Sieht sehr edel aus mit dem Quarz und dem Ziegelstein. Sieht sehr schön aus mit den schönen Redstone-Lampen, wovon ich persönlich großer Fan bin. Ich finde die sehr schön in diesem Texturenpaket. Ja. Ja, dann gehen wir mal wieder nach oben. Genau. Sehr schöne Struktur, die Lampen. Ja, genau deswegen liebe ich sie ja so sehr. Jo, dann gehen wir hier durch diese Tür. Und da sehen wir rechts hier den Steinbruch. Huch! Hier ist ein Skelettomane. Ja, ich sehe ihn auch. Wo denn? Da, wo du gerade bist. Ich habe gedacht, hier unten. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wo? So. Hier steckt ein Pfeil im Post. Also, das ist der Bahnhof und hier nebenan ist ja, wie gesagt, der Steinbruch, wo man halt eben die Steine abbauen kann und darunter befindet sich noch eine Mine, glaube ich. War jetzt schon lange nicht mehr unten. So, dann gehen wir mal hier über die Brücke. Da seht ihr übrigens die Flagge des Dörfchens von Mooseck. Jawohl. Hab ich gerade mal gezeigt. Und hier befindet sich der Marktplatz mit den Bewohnern. Mhm. Und sieht schön aus. Das Gebäude mit den Türmen ist das große Rathaus. Ah, hier ist das Rathaus. Sehr groß und schön mit Fichtenholz gebaut und weißem Lehm, oder? Richtig? Ja, genau. Und zwar Türmchen. Genau. So, dann ist hier links, rechts die Schmiede. Die Schmiede. Genau. Auch schön eingerichtet mit einem Abkühlbecken, dein Lavabecken. Ja. Sehr schön. Und hier drüber ist dann die Wohnung des Schmieds. Ist allerdings noch nicht eingerichtet. Noch nicht eingezogen sozusagen. Nein, aber ein Bewohner ist schon hier. Ein Bauer. Guten Tag, Herr Bauer. Ist schon eingezogen. Ja. Hat nur den falschen Beruf sich ausgesucht. Ja, genau. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Dann ist hier hinten eine kleine Farm mit Bauernhaus. Schweinis, hallo. Alle Tiere sind inzwischen vorhanden. Du hast auch schon Lamas, wie schön. Ja. Sehr schön. Noch ein Gedicht für die Ohren hier. Ja, das stimmt.
Das stimmt, die machen schon komische Geräusche. Spucken ja immer. Ja, mit dem blauen Pelz gefällt mir. Mit dem blauen Pelz? Mit dem hellblauen? Mit dem hellblauen, ja. Ja, das sieht aus, als ob der hier so Ohrenwärmer dran hat. Ohrenwärmer. Wir haben ja alle Ohrenwärmer dran, ne? Die haben alle Ohrenwärmer. Scheuklappen. Ja, der sieht aus wie Kopfhörer hier, der mit den Gold dunkelblauen. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja dasselbe wie bei mir, aber der hier sieht aus, ja, der lila, ne? Ist halt Ohrringe. Der hat Ohrringe, ja. Stimmt, der hat Ohrringe. Richtig. Ja, ja, gut, dann führ uns mal noch ein Stückchen rum, was es noch so bei dir zu sehen gibt. Du? So, dann gehen wir mal weiter. Da ist hier hinten das Lebensmittelgebäude, also da gibt es alles, was es zu essen gibt. Unter anderem ganz viel Brot aus Nordwegen. Bist du der, der Bäckerlieferant sozusagen? Ja. Jo, alles, was es Leckeres gibt hier aus aus Mooseck wird hier hergestellt und auch verkauft. Große Felder, hast du viel Weizen, Kartoffeln. Die gucken ganz gierig auf das Weizen. Ja. Ja, hier ist das kleine Stammdörfchen. Mann, hier ist was los. Ja. Reges Treiben hier. Hier ist wirklich reges Treiben. Bei mir war, glaube ich, mal dreimal so viel los, aber dann irgendwie nicht mehr. So, hier ist das Lager von Mooseck. Ich bleib mal auf der Druckplatte stehen. Alle durch? Das habe ich gerade wieder noch erweitert, dass man nach hinten rausgehen kann. Oh, das kenne ich noch nicht. Nein, das kennst du noch nicht. Ne, er ist ganz frisch fertig geworden. Ganz frisch fertig. Oh, schön. Und dann gehen wir mal nach nebenan. Hier ist das Gestüt von Mooseck. Das Gestüt, ja. Sehr schön. Mooseck ist bekannt für sein Gestüt. Aha, also sozusagen. Wegen der vielen Pferde. Ich sehe, du hast schwarze und braune. Und einen Esel. Ein Esel? Backesel, ja. Ja, leider nur noch ein Esel. Ja. Waren mal mehr. Sind sie ausgebüxt? Nee, irgendwie verschwunden. Hat der Fuchs gefangen. Hat eh noch geklaut, ja. Hat einer geklaut, genau. Ja, das ist mein eigenes Pferd, Escorial. Escorial? Hier fehlt was. Escorial, genau. Wo fehlt was? Ja. Nein. Da fehlt ein Ströbler. Da kommt Wasser rein. Ach so, stimmt. Die brauchen ja auch Wasser, oder? Richtig. Das hier soll mal das Postamt werden. Das Postamt, okay. Mit einer direkten Verbindung zum Gestüt? Genau. Barerplatz, ja. Stroh hast du ja schon mal. Und gerade nicht wenig. Ich hab ein Easter Egg gefunden. Was hast du gefunden? Easter Egg. Ein Easter Egg? Ach so. Ja, das ist mit Absicht da rein. Da kann das Stroh nämlich runtergeworfen werden. Genau. Nee, ja. Ich habe das Easter Egg dort oben gefunden, ja, dieses Strohbett. Ja, hier ist der Zugang zur Schlucht. Der Zugang zur Schlucht, oh ja. Man sieht's. Mhm. Ja, dann... Ja, Anni, hast du sonst uns noch was Tolles zu zeigen aus deinem Dörfchen? Ja, ja, dann gehen wir mal nach Bildchen, vorne. Zum Dorfeingang. Hier ist übrigens Annis Schiff, das mit der Insel Wattungen verbunden ist. Genau, das Schiff Eva Maria. Eva Maria, genau.
Können wir mal hier lang. Hier ist die Herberge von Mooseck. Mit Schlafplätzen für Reisende. Herberge zum bunten Ross, habe ich das richtig gelesen? Genau. Okay. Hier sind die Zimmer. Schön. Hier kann man runter gucken. Hihi. Ansgar, komm hoch. Ach hier, ein Glasboden. Ja. Und hier unter, bis unter das Dach sind die Zimmer. Ah. Wird langsam Nacht. Ja, dann leg dich mal hin. Geht noch nicht. Jetzt geht's. Ist aber nichts für Leute, die hier ja, Höhenangst haben, ne? Mit dem Glasboden. Oh. Runterfallen können sie ja nicht. Wo ist denn dein Wachhund hier? Ja, der passt dir immer auf. Hat so. Er da nicht mal einen Namen? Nee. Hat er nicht gehabt. Ja? Ja, und das ist das Stadttor von Mooseck. Groß, stabil, fest, gewaltig sieht es aus. Sieht schön aus. Das hält mit Sicherheit so einige Angriffe ab. Jo. Mhm. Denke ich mal, soll's ja auch, ne? Ja. Hat sicherlich einiges an Cobblestone gefressen. Oh ja. Es waren schon ein paar Stacks. Ganz viel. Ja, das war das kleine Dörfchen. Gut, dann würde ich vorschlagen, dann reisen wir jetzt ein Dörfchen weiter. Nach Niederbach. Niederbach. Stellvertretend übernimmst du das dann für den lieben Fasgat, unseren Zwerg. Ja. Genau. Dann folgen wir dir. Gut. Ist auch nicht weit. Nein, das ist nicht weit. Von das daher stimmt. Können wir da schnell zu Fuß rüberlaufen. Sind die schon weiter? Wir sind in Richtung Niederbach. Ich hab gedacht, der wart noch dort am Tor. Wir sind... Da warten wir mal kurz, Anni. Na, ich weiß ja, wo es ist. Ja, nimm die anderen mal mit. Ah, da kommt der Cedric. Da kommt der JJ. Und da ist der Ansgar. Gut, ja, dann können wir weitergehen. Niederbach ist ja relativ klein, also wird es ja hier nicht viel vorzustellen zu geben, liebe Community. Aber es sind doch sehr viele Gebäude. Ja, das stimmt. Jetzt geht's einmal unterirdisch durch einen Tunnel. Ja, genau. Nach oben. Und sehr kurvig die Straße. Mhm. Ja, noch. Noch kurvig. Ändert sich noch, oder wie? Ja, ich werde das noch mal ein bisschen abändern. Dass man nicht so viele Kurven laufen muss. Vor allen Dingen, wenn man hier lang reitet, dass man dann nicht so... Ja. So, Niederbach war da lang, ne? Ja. Treppen hoch hier. Komische Kreuze. Ja, hier ist ja schon Niederbach. Jawohl. Jetzt sehen wir sozusagen das Zuhause unseres Zwerges. Ja. Zumindest war es das mal, oder ich weiß nicht, ob es immer noch ist. War zwei Zuhause. Ja, zwei Zuhause, okay. Einmal sein Zwergenreich und einmal hier Niederbach. Ja. Sind wir einmal ums Dorf rum? Einmal ums Dorf rum. Hier ist die Flagge von Niederbach. Flache Flagge von Niederbach, genau. Briefkasten Niederbach. Ja, hier richtig. Sehen wir... Also, das Dörfchen ist im Viereck gehalten. Ja, hier ist der Marktplatz. Ist der Marktplatz. In der Mitte mit dem Marktplatz. Genau. Rundherum die Häuser.
Ja, ich zeig mal kurz ein paar Häuserchen, damit die Community sich mal was vorstellen kann. Ich glaube eine Taverne hier, oder was das sein soll? Ja, ich glaube, das ist die Taverne. Nur zur Information, wir befinden uns immer noch in der Urregion Wendsland. Ja. Damit alle Bescheid wissen. Das sind Wohngebäude hier. Ja, hier sind auch ein paar Wohngebäude, sind allerdings nicht beschriftet, wer jetzt da drin wohnt. Oder nicht eingerichtet soweit, vielleicht macht er das noch. Vielleicht macht er das noch, ja. Schreinerei Holzbedarf. Töpferei, cool. Ja, nee, dann erzähl uns noch ein bisschen was oder zeig uns noch ein bisschen was, wenn es noch was zu zeigen, zu sehen gibt. Ja, hier gibt's nur noch die Schenke hier. Ist gut. Ja. Vermisse ich irgendwie die vielen Dorfbohnen, die ja mal waren. Ja. Irgendwie sind hier keine mehr, ne? Ja. Wie bei mir. Da ist doch Stadt, ja. Ach, ich glaube, wir kriegen hier wieder welche angesiedelt. Da sehe ich kein Problem. Ja. Die vermissen wahrscheinlich ihren Bürgermeister. Ja. Er ist selten da, hier, immer auf Reisen. Ich habe Dorfbewohner gefunden. Bitte, was hast du gefunden? Dorfbewohner, die sind ja hinten. Ja, ich habe auch welche, ja. Hier sind die ganzen Dorfbewohner. Hier sind auch noch etwas größere Gebäude, da hinten ist ein Esel. Große Speichergebäude. Ja, und Lager und... Ja. Ja, großräumig auf jeden Fall. Das ist wohl wahr. Kann man viel mit anfangen. Eine schöne Aussicht hier wahrscheinlich, ne? Jo. Ja, genau. Hier haben wir einen Esel. Hallöchen, Esel. Hier haben wir die Pilzkühe. Ah, hier sind die Farmen. Wo sind die Pilzkühe? Wo bist du, Anni? Hier. Ah, da drüben, Moment, ich komm zu dir, ich seh dich auf der Minimap. Das war eine Aktion. Die urigen Pilzkühe. Ja. Die Pilzkühe habe ich selbstständig mit zwei Bootsfahrten hinten auf meinem Boot mit drauf geplöppt und habe die hier über das Wendslandmeer und die Flussverbindung, die ist nämlich verknüpft hier mit Niederbach. Habe ich die von der Pilm-Insel runtergeholt und die hier den Fasca zugeschickt. Die Pilm-Insel ist jetzt sozusagen das Pilzbiom, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, genau. Das muss man dazu sagen, damit jeder Bescheid weiß, was mit damit gemeint die, ist. Die heißt irgendwie anders, aber die ist in der Pilmsee, deswegen irgendwie, ja genau. Okay. Gut, dann haben wir das Dörfchen auch vorgestellt soweit, Anni? Ja. Gut, dann fehlt ja jetzt nur noch unser Freund JJ. Und dann nickt er auch schon mit seinem Köpfchen. Gut, ich würde sagen, wir zeigen euch dann das letzte Dörfchen der Urregion Wendsland in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch, Freunde. Das letzte Wort hat wie immer die anderen. Jo, tschüss. Alle gemeinsam, genau. Macht's gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der Special-Folge Servervorstellung unseres Kontinents Novanien. Da unten stehen schon wieder meine Mitstreiter. Ich stehe hier oben auf dem Schiff der Eva Maria, der Bürgermeisterin Anni. Und in dieser Folge zeigen wir euch das Dörfchen unseres Freundes JJ spielt. Ja, JJ, dann reisen wir mal zu dir. Abmarsch! Danke fürs Teleportieren, Leute. Bitte, bitte. So. Ja, jetzt sind wir wieder in Wattungen. Genau, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung momentan. Wir müssen zurück Richtung Spawn. Okay, Richtig, weil der Spawn ist nämlich bei uns eine Hausmauer. Eine Mauer, Entschuldigung. Wir machen jetzt hier im Gleis 9 Dreiviertel und gib ihm. Yes, genau. 9 Dreiviertel und gib ihm. Okay, Abmarsch. Dann wollen wir uns erstmal hier in der Kirche.
Man ist erstmal in der Kirche, genau. Ja, JJ, das ist dein Reich, das ist dein Dörfchen. Das ist mein Reich, das ist das Dorf Schulak. Dein Dörfchen Schulak, interessanter Name. Oh, hier hat sich schon einiges getan. Hier hat sich einiges getan, seitdem ich das letzte Mal hier war. Da ist eben noch eine kleine Gemeinschaft, sag ich mal. Und wir, oder besser gesagt, ich versuche, da eine große Gemeinschaft draus zu machen. Genau, das ist ja das Ziel jedes Bürgermeisters. Wir sind gespannt, was draus wird. Dann, oh, da kommt ein Zombie. Jetzt ist er tot. Ich bin auch sehr gespannt, was da draus wird. Aber es, so wie man noch sehen kann, ist noch viel, viel, viel Arbeit. Ja, das ist klar. Das ist bei jedem am Anfang so. Ja, führ uns einfach mal rum in das, durch das Dörfchen, das, was halt eben bis jetzt besteht, so. Ja. Zeig uns mal. Ja, okay. Ich kann's ja mal versuchen, was hier so schon ist. Diese Standardhäuser, die da sind, die sind eben da. Die kennt ihr ja alle. Ich habe die ganzen Löcher, die hier rum waren, weil es ja alles uneben war, habe ich ein bisschen geflickt. Straßenarbeiten sozusagen. Ja, Straßenarbeiten, die noch verbessert werden, das ist erstmal provisorisch alles. Ja. Genau, das sind ja die typischen Minecraft-Straßen sozusagen, den Dörfern, die es gibt. Ja, und hier, warum hier eine riesengroße Fläche ist, hier soll der Zentrum bestehen oder noch kommen. Hier kommt der Marktplatz hin. Und von Marktplatz aus soll es dann immer weiter größer werden. Interessant. Mehr Häuser. Also das Zentrum des Dörfchens soll hier sozusagen entstehen. Ja, genau hier. Ja, wir müssen. Einmal schlafen. Genau. Noch nicht. Geht noch nicht. Und 3. Bei mir ist es auch schon richtig dunkel, ey. Jetzt. Ich liege. Ich auch. Ja, Freunde, das ist jetzt sozusagen der vierte Teil der Vorstellung. Elftes Gebot. Elftes Gebot? Welches elftes Gebot? Achso, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, elftes Gebot, Herr Cedric Elsius. Ja. Also, nicht streiten jetzt. Es ist noch nicht viel hier. Ist noch aber nicht ich hoffe, viel. Dass demnächst viel mehr kommt. Ich verlinke euch auch unter allen Videos ab jetzt, das ist ganz klar, alle, die hier mit auf der Welt zu tun haben, außer dich, Anni, weil du bist ja hauptsächlich im Dreielbenland unterwegs. Genau. Das lohnt sich ja nicht. Und der liebe Ansgar, der wird nicht aufnehmen, aber ihr bekommt, mal schauen, wie wir das gemeinsam regeln, in einem Let's Show wahrscheinlich, Ausschnitte bzw. Videos aus seiner Stadt auf meinem Kanal präsentiert. Da werden wir ja mal in der nächsten Zeit... Ja, da kannst du dann eine extra Perlist von ihm hier anlegen. Genau, das werde ich wahrscheinlich machen. Da werden wir mal in der nächsten Zeit dann miteinander ein bisschen was zu tun haben, Ansgar. Genau. Das kommt dann mit der nächsten Zeit von, da könnt ihr dann mal den Kanal ein bisschen beobachten, bis dann mal eine neue Playlist wahrscheinlich erscheint. Genau. So, jetzt mal zurück zu dir, JJ. Schulak heißt dein Dörfchen. Schulak, genau. Du befindest dich genauso wie die Anni und der liebe Cedric im Wendsland. Genau. Ja. So ist es. Was hast du denn jetzt noch vor, neben dem Marktplatz hier so zu bauen? Was hast du denn noch so für Projekte vorgenommen? Naja, Projekte habe ich vor. Ihr denkt jetzt einfach einen stinknormalen Marktplatz, das wird nicht passieren. Ich bin schon versuchen, an eine Säule zu bauen. Säulen. Wenn dann in einer Reihe hier ringsherum bestehen. Ja. Und innen drinne ist dann der Marktplatz mit Fußboden, wird dann aus Steine bestehen. Und dann kleine Marktstände. Ja. Und dann ringsherum kommen dann so mehr die großen, guten, reichen Gebäude. Hört und sich dann sehr interessant an. Und nach hinten kommen wir langsam mehr zu den Armen. Okay, also du splittest das so wirklich so dann in Viertel auf. Sehe ich das richtig, dass Reiche und Arme getrennt voneinander leben, kein Mischmasch, sondern wirklich so Viertel für sich. Okay. Versuche ich jedenfalls.
Gut, wir sind gespannt, wie es später aussehen wird. Du Let's Playst ja selbst. Ihr könnt ja mal auf JJ Spiels Kanal mal reinschauen. Den verlinke ich dann unter den einzelnen Videos und da könnt ihr ja dann mal sehen, wie sein Dörfchen hier wächst. Genau. Ja, du Freunde. Haben wir noch irgendwas zu erzählen? Wir haben natürlich jetzt das dritte Urland Nöderum jetzt nicht gezeigt, weil es dort kein Dörfchen gibt. Das ist Cedrics geschichtliches Land. Genau. Da müsst ihr bei ihm mal auf dem Kanal vorbeischauen. Oder möchtest du uns irgendwas dazu noch erzählen, Cedric? Nee, das kommt alles späterer Ursprungs. Okay, also möchtest du erstmal nichts weiter dazu erzählen, dann... Genau. Wissen wir darüber Bescheid, als wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Das Einzigste, was ich ja sagen kann, das Land Nöderum liegt zwischen dem Wendsland und Orientaria. Orientaria, ja, genau. Ja gut, Freunde, dann ist das jetzt mal eine relativ kurze Folge, weil wir leider nicht mehr vorzustellen haben. Wir haben euch jetzt alles gezeigt, sozusagen, was hier auf dieser Welt geschieht, wer hier alles tätig ist. Und ich kann schon mal einen kleinen Vorausblick geben, soweit ich weiß, werden der liebe Cedric und ich und vielleicht auch der Nico mal schauen und mal gucken, wer noch alles mitmacht, eine Wahl veranstalten Ende Februar. Genaueres Datum werdet ihr noch erfahren, wo ihr euch bewerben könnt für ein kleines Dörfchen im Wendsland. Genaue Informationen möchte ich dazu jetzt noch nicht preisgeben, weil das noch etwas Zeit hat und wir uns dann noch genauere Sachen überlegen wollen. Aber nur schon mal so viel dazu, es gibt eine Möglichkeit, auf diesen Server zu kommen. Alles soweit richtig, Cedric? Jo. Genau. Okay, Freunde. Juhu. Dann verabschieden wir uns jetzt alle. Das war jetzt sozusagen die Special-Folge, die Special-Aufnahme. Jetzt springen alle. Okay. Hüpf, hüpf, hüpf. Und ja, beim nächsten Mal geht's wieder regulär weiter. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Das letzte Wort haben wie immer die anderen. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, Freunde, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.